Unsere wunderbare Reihe Altbayern in Schwaben kann heute mit der 20. Ausgabe aufwarten, die wir präsentieren. Und das Allerschönste ist, dass wir wieder Autorinnen und Autoren haben, die dem Landkreis sehr eng verbunden sind und diese ganz wunderbare Geschichte, die der Landkreis hat, aber auch die ganze Region in ganz ausgezeichneten Beiträgen darstellen. Fast 4000 Seiten Heimatgeschichte mit 90 Beiträgen von 60 verschiedenen Autoren. Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass es so erfolgreich läuft. Das Ziel dieser Reihe ist, dass man also neue Forschungsergebnisse aus der Geschichte, aus der Heimatgeschichte an die breite Bevölkerung bringt und hier vermittelt, um das Bewusstsein für die eigene Heimat, für die Heimatgeschichte zu stärken. Besonders gefreut hat mich, dass dem Jahrbuch ein Faltblatt beigelegt werden konnte, die alle im Landkreis vorkommenden Tagfalter, soweit ich sie feststellen konnte, abbildet. Dieses Faltblatt kann als kleiner Führer bei Wanderungen und Exkursionen nützlich sein. Tagfalter sind mit die wichtigsten Bioindikatoren, die tatsächlich aufzeigen, wie das Klima ist. Es sind in den letzten Jahren zwei neu dazugekommen, weil das Klima wärmer geworden ist. Die sind aus südlichen bis südöstlichen Gegenden eingewandert. Andere sterben aus, weil das Klima für sie zu warm ist. Die brauchen es ein bisschen kühler. Und dann bringt natürlich vor allem Landwirtschaft, Lichtverschmutzung, Verkehr große Gefahren für die Tagfalter mit. Erst in den letzten Jahrzehnten erkannte man auch immer mehr den kulturgeschichtlichen Wert von Friedhöfen und sie wurden Gegenstand der Forschung. Das Martinsgrab ist ein hochinteressantes und im Vergleich zu anderen Beispielen künstlerisch und gestalterisch hochrangig qualitatives Kunstwerk. In Eichach gibt es nichts Vergleichbares. Es ist immer unser Ziel, dass wir neue Autoren gewinnen und sich manche dann entscheiden, sich an das Thema ranzumachen. Bei mir war es auch ein reiner Zufall. Also bei mir geht es jetzt um das Thema Friedhof, ist vielleicht ein bisschen spröde, ein bisschen traurig, unangenehm. Aber es kann eine interessante Geschichte dahinter stecken, zwischen Heimatgeschichte und großer Geschichte, die man nicht unbedingt vermuten würde.